Hallo, in diesem Video stelle ich dir die Neuresonanzaufstellung vor. Und ich bin auf die Idee gekommen, dass ich es so mache, dass ich dir die Neuresonanzaufstellung gleich am Anfang ein bisschen demonstriere. Ich habe noch keine Ahnung wie, aber ich weiß schon das Ziel. Mein aktuelles Ziel ist, dir ein super schönes, optimales Video zur Verfügung zu stellen, das dir eben zeigen kann, wie diese Neuresonanzmodellaufstellung oder Neuresonanzaufstellung funktioniert. Das heißt, ich beginne jetzt sofort. Mein Ziel ist, ich möchte dir ein möglichst optimales Video zur Verfügung stellen. Und wenn ich mich jetzt frage auf einer Skala zwischen minus 10 und plus 10, minus 10 heißt, ich habe total Stress oder keine Energie, mir geht es ganz schlecht mit diesem Ziel. Plus 10 heißt, ich bin super begeistert, ich habe total Freude daran, ich habe Spaß und es ist alles gelöst, es ist genial und so weiter. Wenn ich mich jetzt einstufen würde, bezogen auf dieses Ziel, ich möchte ein optimales Video machen, dann stufe ich mich ein bei ungefähr plus 4. Das war vorher, bevor ich angefangen habe aufzunehmen, noch nicht so hoch. Da lag ich, glaube ich, noch im Minusbereich, weil ich noch nicht die Idee hatte, jetzt ganz konkret hier eine Aufstellung zu machen. Da habe ich erst überlegt, was ich sagen soll und was ich in welcher Reihenfolge wie am besten sage und so. Und dann kam mir die Idee, nein, ich mache einfach diese Aufstellung jetzt, gleich von Anfang an, mit meinem Ziel, ein optimales Video zur Verfügung zu stellen. Und schon bin ich ein bisschen in den Plusbereich gerutscht. Also ich bin bei ungefähr plus 4 nach meinem Gefühl. Wenn ich jetzt spontan mich frage, wo bin ich auf dieser Skala bezogen auf dieses Ziel? Ungefähr plus 4 so. Okay. Jetzt stelle ich einfach nach Gefühl die Elemente auf, die zur Neuresonanzaufstellung gehören. Und ich beginne mit dem S. Das S repräsentiert die Spielerrolle. Ich werde das alles nachher noch erklären. Die positioniere ich nach Gefühl hierhin. Das ist meine persönliche Spielerrolle. Dann meine Mitspielerrolle. Oh, mit der fühle ich mich nicht so wohl. Da will ich wegschauen. Meine Nichtspielerrolle, die würde ich jetzt hier hinstellen. Und meine Allesspielerrolle, die stelle ich hier hin. Ich überlege mir nichts, es ist einfach nur nach dem Gefühl, dass ich spontan diese Elemente aufstelle. Und das ist jetzt noch die Beobachterrolle. Und die guckt genau auf diese Spielerrolle. So, jetzt bewege ich erstmal hier das Mikrofon, weil ich mal öfter auch immer in Richtung Tafel gucke. Jetzt mache ich Folgendes, dass ich mich in alle Figuren, in diese fünf Elemente einfühle und dann schaue, wie ich mich damit fühle. Und ich werde auch das Video schneiden. Ich werde mir viel Zeit lassen mit dem Einfühlen, aber ich werde das Video schneiden und diese Einfühlungsphase rausnehmen. Und wenn ich wieder rede, dann kriegst du das wieder mit, sodass ich das ein kleines bisschen kürze, dass es für dich also etwas schneller wird. Aber ich selber lasse mir jetzt viel Zeit mit dem Einfühlen und erzähle dann, wie ich mich fühle, wenn ich mich eingefühlt habe. Also ich merke hier in der Spielerrolle, dass ich natürlich auf die Allesspielerrolle gucke. Dieser Pfeil, dieses Dreieck heißt, das ist die Blickrichtung. Ich gucke auf die Allesspielerrolle und ich fühle mich natürlich super beobachtet von dem Beobachter. Das ist jetzt logisch aufgrund der Position, aber ich fühle mich dabei nicht richtig wohl. Ich hätte mich damit auch gut fühlen können, dass ich sage, oh, schön, ich habe hier Blickkontakt mit A, und ich werde hier intensiv beobachtet und stehe im Mittelpunkt und das fühlt sich richtig gut an, aber es fühlt sich für mich eben nicht richtig gut an. Und das ist jetzt auch das Entscheidende, dass man überlegt oder dass man beobachtet, wo ist hier ein unangenehmes Gefühl oder wo ist hier der stärkste Schmerz. Danach gucke ich jetzt. Wie fühle ich mich, wenn ich mich in die Allesspielerrolle einfühle? Ich merke, dass ich mich hier ganz gut fühle und dass ich hier es auch ein bisschen provozieren möchte. Wie fühle ich mich in der Mitspielerrolle?
ja, hier fühle ich mich am unwohlsten, eigentlich traurig, muss ich schon sagen, irgendwie nicht dazugehörig zu den anderen. Nichtspielerrolle. Ich gucke hier einfach nur weg in diese Richtung und warte. Ich weiß nicht genau, warum ich weggucke, aber ich warte, bis ich mich dann umdrehen könnte und vielleicht dann Kontakt aufnehmen kann zu irgendjemandem. Ich gucke auch nicht in eine bestimmte, zu etwas Bestimmtem hin, sondern bin einfach nur weggedreht, aber ich weiß nicht warum. Also unangenehm fühle ich mich dabei nicht. Beobachterrolle. Oh ja, also ich fühle hier eine ganz starke Provokation. Stärker noch als bei A. Ich will richtig es provozieren, dass es sich ganz doll beobachtet fühlt. Ich mache manchmal die Erfahrung, das ist nicht immer so, dass die Beobachterrolle dann auch zeigt, wo es Sinn machen könnte, anzufangen, ein Thema zu lösen. Jetzt guckt hier die Beobachterrolle auf die Spielerrolle. Dementsprechend könnte das bedeuten, dass ich mich als nächstes um die Spielerrolle kümmere. Weiß ich aber noch nicht. Weil in der Mitspielerrolle habe ich mich auch besonders unwohl gefühlt, aber vielleicht ist die ja auch in Resonanz zu dem Thema in der Spielerrolle. Weil ich mich in der Mitspielerrolle am unwohlsten fühle, wenn ich mich da einfühle, beginne ich mal mit der Mitspielerrolle zu arbeiten. Und das mache ich jetzt wie folgt. Ich ziehe jetzt den Schmerz aus dieser Mitspielerrolle heraus und beobachte beim Herausziehen, ob ich das Gefühl habe, dass dieser Buchstabe M, dieser schwarze Buchstabe, dass der noch auf der Tafel bleiben soll oder dass ich ihn runterziehe. Ich habe das Gefühl, dass ich den Buchstaben M hier auf der Tafel lassen möchte und nicht von der Tafel runterziehen will. Runterziehen würde bedeuten, oder von der Aufstellung wegnehmen, würde bedeuten, dieser Schmerz, dieses Gefühl, was ich hier habe, ist jetzt für mich, für mein System nicht mehr wichtig. Das war möglicherweise eine resonierende Empfindung zu meinem Umfeld, zu etwas, zu dem ich in Kontakt stehe. Also nicht mein Problem, sondern das Problem eines anderen, das ich irgendwie unbewusst mitspüre oder das dann hier mit in die Aufstellung mit reinspielt. Aber es scheint ein eigenes Thema zu sein und deswegen lasse ich das hier auf der Tafel. Und jetzt kümmere ich mich als allererstes um dieses ungelöste Thema in mir. Und ich gebe diesem ungelösten Thema eine Heilungshierarchie. Und das kürze ich jetzt ein bisschen ab und mache es etwas schneller. Du kannst, wenn du dieses Ritual, was ich jetzt hier mache, ganz ausführlich nachvollziehen möchtest, kannst du dir dieses Video anschauen, was ich dir jetzt hier verlinke. So, wie du siehst, ich habe was Folgendes dazugestellt. Hier vier verschiedene Elemente. Das ist ein optimaler Schutz für diesen ungelösten Anteil von mir. Das ist ein liebevoller, verständnisvoller Rahmen für mich. Das ist mein bisher nicht genutztes oder bisher abgespaltenes Potenzial. Und das ist meine tiefe Verbundenheit zu mir und zu meinem Umfeld. Und ich habe mich bei dem Schutz sofort in dieser Position, in diesem M, wohler gefühlt und empfinde das jetzt alles als entspannend, gelöst. Wenn ich mich jetzt in M einfühle, fühlt sich das für mich richtig gut an. Und jetzt probiere ich als nächstes wieder aus, was hat sich jetzt inzwischen hier verändert? Und ich fühle mich wieder in alle Elemente ein und gucke und merke, dass ich mich hier tatsächlich auch jetzt umdrehen möchte, wenn ich mich hier einfühle und möchte unbedingt Kontakt zu S aufnehmen. Habe es auch richtig gerne, habe positive Gefühle zu es und fühle mich hier richtig wohl. Also ich fühle mich fast wie befreit, fast, weil ich noch nicht weiß, wie sich die anderen fühlen. Aber wenn ich mich nur hier auf M konzentriere, dann fühlt sich das richtig gut an. Wenn ich mich in S einfühle, geht es mir auch besser. Dann kann ich mich hier von A lösen. Mir ist mir egal, ob der Beobachter noch so stark guckt. Ich richte mich jetzt hier ein bisschen geradeaus. Und lade auch M dazu ein, sich neben mich zu stellen. Oh ja, das ist schön, das fühlt sich gut an, das mache ich gerne. Jetzt gucken wir beide gemeinsam nach oben. Jetzt fühle ich mich mal in A ein, wie würde ich mich jetzt hinstellen wollen oder wie fühle ich mich? Ja, gut, mit ein bisschen Abstand noch, aber hier so hinguckend gegenüber
Ja, das finde ich auch toll als S. Das fühlt sich gut an, wenn A da steht. Das ist übrigens die Alles-Spielerrolle. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt hatte. Nicht-Spielerrolle. Ah, die stelle ich hier unten hin. Ja, noch ein kleiner Abstand. Aber so fühlt sich das auch gut an. Die Beobachterrolle, ah, die kann ich hier hinstellen. Die kann ruhig ein bisschen weiter weg. Die guckt auf die Spielerrolle. Die, mit der fühle ich mich auch wohler. Also da fühlt sich das jetzt nicht mehr so an, dass sie provozieren will. Also, ich muss sagen, jetzt bin ich bei plus 8, wenn ich mich in das Thema einfühle. Also von plus 4 auf plus 8 verändert. Allein dadurch, dass ich gemerkt habe, ich fühle mich in einem Element nicht richtig wohl, habe dem eine Heilungshierarchie zur Verfügung gestellt, eine Selbstheilungszelle sozusagen, und merke, dass sich sofort dann die Aufstellung dieser Anteile verändert und fühle mich jetzt wohler damit. Und jetzt weiß ich auch, dass ich dir jetzt gleich das Intro vorspiele und dir danach erkläre, was ich hier eigentlich genau gemacht habe. Bis gleich. So, bevor ich dir jetzt irgendwie etwas über diese Aufstellung direkt erkläre, ein paar Sachen zu Beginn. Erst einmal, diese Form von Neuresonanzaufstellung ist meine Empfindung, weil ich die aus meinem Neuresonanzmodell hergeleitet habe. Wenn du das Neuresonanzmodell genauer kennenlernen möchtest, dann findest du hier eine ausführliche Playlist mit 22 Videos. Und wenn du diese Videos Stück für Stück anguckst, kannst du ganz allmählich in das Neuresonanzmodell hineinwachsen. Das hier ist eine Hälfte vom Neuresonanzmodell dargestellt. Es gibt nochmal diese vier lächelnden Gesichter in trauriger Fassung. Und dann wäre das Neuresonanzmodellbild vollständig. Das wirst du dann aber alles auch sehen. Du kannst auch den Begriff Neuresonanzmodell googeln und dann findest du auch sehr viel an Informationen im Internet darüber. Dann als nächstes die Frage, falls du die hast, wie kannst du diese Neuresonanzaufstellung noch genauer kennenlernen? Weil ich werde dir auch in diesem Video nicht erschöpfend alles erklären. Und es gibt ein paar Leute, die diese Neuresonanzaufstellung schon durchführen können. Das sind all diejenigen, die bei mir die Neuresonanz-Coach-Ausbildung gemacht haben. Und zwar kann man die bei mir online machen. Bis zu Grad 3. Also im Grad 3 der Neuresonanz-Coach-Ausbildung, da lernt man dann diese Neuresonanzaufstellung. Oder diejenigen, die bei Jacqueline und mir die Ausbildung fürs freie systemische Aufstellen gemacht haben, zum Organisator für freie systemische Aufstellung. Und zwar haben wir das ab dem Jahr 2023 in unsere Ausbildung mit aufgenommen. Also all diejenigen, die bei uns diese Ausbildung ab 2023 gemacht haben, können auch diese Neuresonanzaufstellung durchführen. Und du kannst sie noch kennenlernen, wenn du bei uns selber im Workshop den Wunsch äußerst, im freien Aufstellen die Neuresonanzaufstellung mal durchzuführen und uns bittest, dass wir sie mal anleiten. Und dann würden wir ganz ausführlich dir diese Neuresonanzmodellaufstellung oder auch Neuresonanzaufstellung kurz, dann fällt dieses Modell weg, würden wir dir das dann zeigen und auch erklären und so. Und dann lernst du den roten Faden kennen, weil diese Neuresonanzaufstellung braucht einen ganz oder hat einen ganz klaren roten Faden. Das ist anders als beim freien Aufstellen. Beim freien Aufstellen ist ja die Teilnehmerin frei, ihre Aufstellung mit ihrer Aufstellung so umzugehen, wie sie es möchte, mit ihren Stellvertretern so zu experimentieren, wie sie es möchte. Bei dieser Neuresonanzaufstellung gibt es einen ganz, ganz klaren roten Faden, der auch ein ganz bestimmtes Ende hat. Also du hast es jetzt ja auch eben gesehen, es ging darum, mein Gefühl zu verbessern. Von einem negativen oder nicht ganz so positiven Gefühl zu einem noch positiveren Gefühl und vielleicht sogar bis hin zum Begeisterungsgefühl plus 10. Dazu kann mir diese Aufstellung hilfreich sein. Vielleicht funktioniert es auch nicht bei jedem, das müsste man halt einfach mal ausprobieren. Aber bei den meisten, mit denen ich schon diese Aufstellung gemacht habe, habe ich das Feedback bekommen, dass ihre Gefühle sich dementsprechend auch zum Positiven verändert hat und nicht nur kurz nach der Aufstellung, sondern auch über längere Zeit bezogen auf dieses eine Thema. Es geht also darum, dass man sich ein Thema
aussucht, dass man sich ein Ziel vornimmt. Und bezogen auf dieses Ziel schaut man dann, wie sind bezogen auf dieses Ziel meine eigenen Anteile sortiert. Und jetzt komme ich zu einem nächsten Punkt. Das Neuresonanzmodell ist eine Erfindung von mir, weil ich davon ausgehe, dass wir Menschen Basisverhaltensmuster haben. Und zwar 9 verschiedene Basisverhaltensmuster, wobei 4 sich ein bisschen ähneln. 4 sind lächelnd, und wenn man diese 4 nochmal mit Schmerz kombiniert, weil wir eine schmerzliche Erfahrung gemacht haben, dann ist dieses Verhaltensmuster mit einem Schmerz verknüpft und kann auf diese Art und Weise unser Verhalten und unsere Gefühle beeinflussen. Und was wir mit der Aufstellung dann machen, ist, dass wir diesen Schmerz versuchen, wieder davon zu befreien, davon rauszuziehen. Und entweder ist es eine Schmerzresonanz zum Umfeld, dann kann man das komplett aus dem System einfach rausnehmen und es befreit schon automatisch in dem Moment, wo man es rausgenommen hat. Oder aber es ist noch ein eigenes Thema mit dabei und man braucht eine Selbstheilungszelle oder eine Heilungshierarchie. Und dann kann man quasi damit arbeiten und diesem Schmerz eine Heilungsmöglichkeit geben. Ob er sich in dem Moment dann auch heilt, ist wieder fraglich. Das muss man eben einfach ausprobieren. Es kann sein, dass es tatsächlich positiv sich zurückwirkt und dass es wirklich irgendetwas in einem selbst heilt. Es kann aber auch sein, dass man da für sich selbst erst einmal eine gewisse Zeit braucht und sich damit auseinandersetzt und eine Art Selbstheilungsprozess in Gang kommt. Also man kann hier nichts versprechen, man kann nicht sagen, dass es eine Heilung bewirkt, sondern nur, dass es ein Instrument ist, um eventuell einen Selbstheilungsprozess in Gang zu setzen. Das ist mir noch einmal ganz wichtig zu betonen. Diese Neuresonanzaufstellung ist ein Werkzeug, ist ein Instrument und nicht eine Zauberformel für Heilung, sondern ein Instrument, um die Selbstheilungskräfte möglicherweise zu aktivieren oder auch in eine bestimmte Richtung zu lenken, sodass man merkt, okay, hier tut sich was, hier bewegt sich was bei mir, jetzt geht es mir besser bezogen auf dieses Thema und wir können im Alltag etwas befreiter oder etwas gelöster mit diesem Thema umgehen. Ich war stehen geblieben bei der Erklärung, dass ich davon ausgehe, wir haben grundlegende Basisverhaltensmuster. Das will ich kurz anreißen. Findest du alles ausführlich beschrieben in der Playlist über das Neuresonanzmodell. Jeder Mensch folgt Zielen. Und das ist hier das Verhaltensmuster, dass wir ein Ziel verfolgen. Das habe ich das Verhaltensmuster Spieler genannt. Dann haben wir das Verhaltensmuster, dass wir anderen Menschen für ihre Ziele zur Verfügung stehen, dann sind wir in dem Moment in der Mitspielerrolle. Oder wenn wir uns entscheiden, wir machen nicht weiter mit, dann sind wir in dem Moment, wo wir uns entscheiden, nee, ich stehe nicht weiter zur Verfügung, sind wir in dem Moment kurz in der Nichtspielerrolle, bevor wir uns dann wieder auf ein eigenes neues Ziel konzentrieren. Das ist normalerweise ein kurzer Zustand. Wenn wir aber einen Verlustschmerz erleiden, wenn wir von einem Ziel loslassen müssen oder wenn wir von einem anderen Menschen in die Nichtspielerrolle katapultiert werden, indem er sagt, du darfst bei mir nicht mitmachen, dann kann es sein, dass es uns wehtut, dass hier ein Schmerz dran verknüpft ist und wir erstmal in dieser Nichtspielerrolle stecken bleiben. Dann kommen wir nicht weiter, dann sind wir in einem Schmerz drin, der eigentlich sich verarbeiten möchte. Wir können aber nicht wirklich in diesen Verarbeitungsprozess einsteigen, weil wir es nicht gewohnt sind in unserer Gesellschaft, gleich in den Heilungsprozess zu gehen, gleich Tränen zu heulen oder sich konstruktiv mit diesem Schmerz auseinanderzusetzen, sondern man bleibt erstmal in diesem Schmerz stecken, man weiß nicht, was man jetzt machen soll, man wird depressiv und so weiter. Da gibt es ja viele Techniken und viele Methoden und viele Instrumente, die uns Möglichkeiten bieten, in einen Selbstheilungsprozess einzusteigen und diesen Schmerz eben zu heilen, um dann weiterzugehen aus dieser Nichtspielerrolle in eine andere Rolle wieder zu wechseln und sich das nächste Ziel vorzunehmen oder auch mal in die Allesspielerrolle zu gehen. Und das hier ist die Haltung, die integrierende Haltung, dass alles dazu gehört oder dass ein ganz bestimmter Aspekt jetzt dazu gehört. Also das hier ist die Rolle, die wir einnehmen, wenn wir einer Sache zustimmen, wenn wir etwas integrieren. Und jeder Mensch integriert mal irgendwas, wenn er Ja sagt oder wenn er
irgendeiner Sache zustimmt. Jeder Mensch ist mal in der Nichtspielerrolle, wenn er sich selbst umentscheidet und bei einem Ziel nicht mehr mitmacht oder wenn er ausgeschlossen wird und so weiter. Und dann haben wir noch die Beobachterrolle, in der sind wir auch alle permanent drin, weil wir uns ja auch selbst beobachten, weil wir andere Menschen beobachten. Wir haben dieses grundlegende Verhaltensmuster des Beobachtens, des Reflektierens. Im Grunde kann man auch sagen, das ist unser Bewusstsein, unsere Aufmerksamkeit. Und so habe ich unser menschliches Verhalten in 5 Basisverhaltensmuster eingeteilt. Und wenn man jetzt diese 4 noch mit Schmerz kombiniert, kommen nochmal 4 dazu, sodass also insgesamt 9 Basismuster vorhanden sind, die wir in unserem Alltag leben, die jeder Mensch irgendwo in unserem Alltag lebt. Warum ist die Beobachterrolle nicht mit Schmerz kombiniert? Weil man den Schmerz an sich auch beobachten kann. Also meistens ist der Schmerz immer hier irgendwo verortet und man beobachtet, dass man leidet. Das Beobachten an sich ist selten mit einem Schmerz kombiniert. Also in der Aufstellung kommt das mal vor, dass der Beobachter sich nicht wohlfühlt und dass man dann hier auch mit diesem Schmerz arbeitet. Aber in der Realität ist es ja so, dass unser Bewusstsein an sich nicht verletzt werden kann. Also das Beobachten kann nicht mit einem Schmerz kombiniert werden, weil wir ja den Schmerz an sich auch wieder beobachten. Ein bisschen schwierig zu erklären. Du findest das, glaube ich, im Installationsvideo Nummer 10 oder Nummer 11. Ich habe das jetzt leider nicht auswendig. Wenn ich das weiß, verlinke ich dir das hier oben und setze dir das Video ein, wo ich darüber geredet habe, über den Beobachter. Jetzt mache ich das bei der Neuresonanzaufstellung so, dass ich für jedes Element einen Buchstaben nehme. Das habt ihr ja vorhin gesehen, die Buchstaben. Also die Spielerrolle ist das S. Die Mitspielerrolle ist das M. Die Alle-Spielerrolle ist das A. Und die Nicht-Spielerrolle ist das N. Und dann nehme ich hier dieses Symbol gleich als Beobachterrolle dazu. Und mit diesen 5 Elementen arbeite ich in der Aufstellung. Das Ziel der Neuresonanzaufstellung ist, einen Menschen darin zu unterstützen, dass er bei einem ganz bestimmten Problem möglicherweise sein Gefühl verbessern kann, sodass er bezogen auf dieses Problem beweglicher wird, innerlich beweglicher wird und vielleicht auch eine Lösung bezogen auf dieses Problem dann findet. Oder vielleicht hat sich das Problem dadurch auch schon gelöst, weil der Schmerz bearbeitet worden ist oder weil dem Schmerz eine Heilungshierarchie, eine Selbstheilungszelle angeboten worden ist und sich das positiv auf die aufstellende Person ausgewirkt hat und es demjenigen dann auch schon nachhaltig besser geht. Oder aber die Neuresonanzaufstellung kann das Ziel haben, dass man mehr Raum bekommt, sein Potenzial zu entfalten. Also wenn man ein ganz bestimmtes Potenzial entfalten möchte, ein ganz bestimmtes Ziel verfolgen will, dann nimmt man dieses Ziel für sich als Thema dieser Aufstellung und beobachtet, wo ist noch bei einem meiner Anteile irgendwo ein Schmerz dran verknüpft. Das löst man dann und dann wirkt sich das wieder positiv zurück aus auf das Ziel, das man jetzt gerade verfolgt. Und fühlt sich darin durch die Aufstellung möglicherweise unterstützt, bekommt vielleicht neue Ideen und kann den Weg auf gelöstere Art und Weise mit angenehmeren Gefühlen weitergehen. Wichtig ist noch, dass die Neuresonanzaufstellung kein feststehendes Lösungsbild hat. Es gibt ja die Problemaufstellung nach Matthias Wager von Kibet und Insa Sparer. Und soweit ich das kennengelernt habe, ich weiß jetzt nicht mehr, ob sich das weiterentwickelt, haben sie dort ein konkretes Lösungsbild, wo die Aufstellung im Endeffekt nachher drauf zulaufen soll, beziehungsweise wie dann nachher die entsprechenden Anteile zueinander stehen sollen, damit es sich logisch und stimmig anfühlt. Hier ist es jetzt so, dass auch das Lösungsbild immer davon abhängt, welches Thema, welches Ziel du dir bei dieser Aufstellung vorgenommen hast oder welches du dir vorgelegt hast, woran du arbeitest. Weil es kann auch sein, dass du zum Beispiel
das Ziel hast, besonders gut im Krankenhaus als Pfleger deinen Patienten zur Verfügung zu stehen, dann ist hier ein Ziel im Vordergrund, wo du mehr die Mitspielerrolle hast. Das heißt, es kann sein, dass dann in dem Lösungsbild die Mitspielerrolle von dir einen wesentlich stärkeren Fokus bekommt und mehr im Mittelpunkt steht als die anderen Rollen und dass die anderen Rollen sich dann dementsprechend zuordnen. Oder du hast das bestimmte Ziel, leichter im Alltag Grenzen setzen zu können, weil du immer zu schnell Ja sagst und so weiter. Und dir ist es wichtig, auch in deinem Job immer genau dich abzuschirmen und zu gucken, was kommt jetzt auf dich zu, willst du das eigentlich wirklich? Und dazu brauchst du erstmal einen gewissen Schutz oder eine gewisse Grenze, dass du bei dir selber bleiben kannst. Und deswegen ist in dem Zusammenhang die Nichtspielerrolle, dass man erstmal nicht mitmacht, nicht sofort in Resonanz geht, kann also diese Nichtspielerrolle wichtig sein. Und die könnte dann im Lösungsbild eine Hauptrolle spielen. Also das Lösungsbild hängt davon ab, wie dein Thema ist. Entscheidend ist, dass sich alle Anteile gut fühlen, egal wo sie stehen, egal wie sie auseinandergesprengt auf der Tafel stehen oder keine Ahnung wie, oder ob sie ganz dicht zusammenstehen. Das spielt alles keine Rolle. Das Entscheidende ist, dass sich alle fünf Rollen gut anfühlen müssen. Dann überträgt sich das auch auf dein aufgestelltes Thema oder auf dein Ziel oder auf das Potenzial, das du entfalten möchtest und so. Jetzt noch eine Ergänzung. Ich habe das hier an der Tafel gemacht. Das kann man so auch machen und wir bieten auch Online-Aufstellungsveranstaltungen an und arbeiten auf diese Art und Weise hier mit dieser Tafel. Das heißt also, es kann auf diese Art und Weise damit experimentiert werden und umgegangen werden. Dann kannst du auch dir diese Elemente auf Zettel zu Hause schreiben, kannst selber mit Zetteln experimentieren, kannst das ausprobieren für dich. Oder aber man kann es eben auch in einer Aufstellungsgruppe machen. Dann suchst du dir entsprechend Stellvertreter für diese fünf verschiedenen Rollen und überall dort, wo ein Stellvertreter unangenehme Gefühle äußert, da arbeiten wir dann mit einer Selbstheilungszelle und geben diesem Stellvertreter einen Rahmen, sodass der Schmerz sich so optimal wie möglich weiterentwickeln kann in ein positives Gefühl, sich vielleicht auch verarbeiten kann und so weiter. Also, ich will das nochmal betonen, nicht wir heilen, sondern wir stellen einen Rahmen zur Verfügung, wo dann die Möglichkeit besteht, dass innerhalb dieses Rahmens eine Art Selbstheilung passieren könnte. Das kann man natürlich auch nicht versprechen, das hängt auch immer wieder vom Thema ab, das hängt vom Zeitpunkt ab, das hängt von der Person selber ab und so weiter. Also im Grunde ist für mich, das ist jetzt meine Perspektive, eine Aufstellung nur eine Form von Spiegel, eine Form von Instrument, damit wir selber uns ein bisschen klarer sehen können vielleicht, damit wir Impulse bekommen für uns, um dann weitere Prozesse in uns selbst vollziehen zu können. Also das machen wir letztendlich selber. Ich habe manchmal so dieses Bild, dass es so ähnlich ist wie ein richtig echter Spiegel im Bad. Wenn meine Frau sich schminken möchte zum Beispiel, dann nutzt sie den Spiegel, guckt sich selbst an und schminkt sich selbst dabei. Und sie benutzt den Spiegel als Instrument. Und so ähnlich kann man eine Aufstellung auch betrachten. Also ich mache es gerne so, dass die Aufstellung eine Form von Spiegel ist, etwas widerspiegelt, wobei auch nicht immer alles hundertprozentig echt wiedergespiegelt wird, weil ja auch, wenn man jetzt hier Menschen sich einfühlen lässt, jeder Mensch das, was er fühlt in der Rolle, auch wieder individuell mit seiner eigenen Persönlichkeit interpretiert. Also man kann es nicht als hundertprozentigen 1:1 Spiegel für sich selber nutzen. Aber man kann es als Anregung nutzen, um zu schauen, kann mir das weiterhelfen, was der Stellvertreter jetzt gerade gesagt hat? Wirkt sich das auf mich selber aus? Wie kann ich selbst an mir arbeiten? Was kann ich an mir selber verändern? Wie mit dem Schminken, was kann ich an mir selber optimal gestalten und verändern, sodass ich mich selber letztendlich wohl mit der ganzen Sache fühle. So betrachte ich Aufstellung. Und du kannst auch, wenn du noch mehr wissen möchtest, wie wir Aufstellungen anbieten, vor allen Dingen auch unser freies systemisches Aufstellen, da habe ich ein ausführliches Einführungsvideo gemacht. Das findest du, wenn du hier draufklickst. Da habe ich dann auch noch mehr Hintergründe zur Aufstellungsarbeit beschrieben und zu meinen Sichtweisen dazu.
So, ich glaube, ich habe alles Nötige gesagt. Und wenn du noch mehr wissen möchtest, kannst du auch in den Austausch mit mir gehen, kannst mir Fragen dazu stellen oder du kommst in unseren Workshop und wir tauschen uns über die Neuroresonanzaufstellung genauer aus. Oder du machst auch vielleicht bei uns die Ausbildung, würde ich mich sehr freuen. Oder auch bei mir über online die Ausbildung zum Neuroresonanzcoach, wenn du das gerne möchtest. Da gibt es auch im Internet genügend Informationen darüber. Geh einfach auf meine Website oder auf unsere Website, wo wir unsere Termine und Veranstaltungen anbieten. Da steht auch ganz viel drauf, auch zu den Ausbildungen. Also da werde ich dir hier jetzt den Link reinschreiben. Da kannst du dann auf diese Webseite gehen und kannst Termine zu unseren Veranstaltungen finden. Und da stehen auch die Veranstaltungen zu unseren Online-Workshops drin und auch zu den Live-Workshops vor Ort in Karlsruhe und in Köln und vielleicht auch noch in anderen Städten, je nachdem, wann du dieses Video anguckst und wann wir was wie anbieten. Ja, dann wünsche ich dir also viel Erfolg und auch ganz intensive Weiterentwicklung mit Hilfe der Neuroresonanzaufstellung. Bis bald!